Guten Abend für euch alle. Heute am Freitag und zwar zwischen den Proben. Ja, das muss möglich sein. Und vor allen Dingen für die Galgenlieder vom Christian Morgenstern muss das möglich sein. Ich habe festgestellt, dass der Christian Morgenstern 99 Jahre vor mir geboren ist. Toll, oder? Und er war 34, als ihn der Erfolg der Galgenlieder seiner ersten Gedichtsammlung völlig überraschte. Was mich nun wieder überrascht, weil das einfach sensationell ist, was er da geschrieben hat. Ihr kriegt jetzt mal das erste Gedicht, das heißt einfach Galgenberg, ganz einfach. Blödem Volke unverständlich treiben wir des Lebens Spiel. Gerade das, was unabwendlich fruchtet unserem Spott als Ziel. Magst es Kinderrache nennen an des Daseins tiefem Ernst, wirst das Leben besser kennen, wenn du uns verstehen lernst. Das ist das erste Gedicht und jetzt kriegt ihr noch den Vorspann, weil der ist auch sehr schön, wie die Galgenlieder entstanden. Es waren einmal 8 lustige Könige, die lebten. Sie hießen aber so und so. Wer heißt überhaupt? Man nennt ihn. Eines Tages aber sprachen die lustigen Könige zueinander, wie Könige zueinander sprechen. Die Welt ist ohne Salz, lasst uns nach Salz gehen, sagte der Zweite. Und wenn es Pfeffer wäre, meinte der Sechste. Wer weiß das Neue? Fragte der Fünfte. Ich, rief der Siebte. Wie nennst du's? Fragte der Erste. Das Unterirdische, erwiderte der Siebte, das Links, das Rechts, das Dazwischen, das Nächtliche, die Quadrate des Unsinnlichen über den 3 Seiten des Sinnlichen. Und der Weg dazu? Fragte der Achte. Das einarmige Kreuz ohne Kopf mit der Basis über dem Winkel, sagte der Siebte. Also der Galgen, sagte der Vierte. Isto, sprach der Dritte, und alle wiederholten Isto. Das heißt, jawohl. Und die 8 lustigen Könige rafften ihre Gewänder und ließen sich von ihrem Narren hängen. Den Narren aber verschlang sogleich der Geist der Vergessenheit. Betrachten wir den Galgenberg als ein Lugaus der Fantasie ins Rings. Im Rings befindet sich noch viel Stummes. Die Galgenpoesie ist ein Stück Weltanschauung. Es ist die skrupellose Freiheit des ausgeschalteten, entmaterialisierten, die sich in ihr ausspricht. Man weiß, was ein Mulus ist. Die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Schulbank und Universität. Nun wohl, ein Galgenbruder ist die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum. Nichts weiter. Man sieht vom Galgenberg die Welt anders an. Und man sieht andere Dinge als andere. Herrlich. Herrlich. Und schlau. Und tiefsinnig. Ich wünsche euch langes Grübeln. Morgen geht's weiter mit einer Auswahl der Gedichte aus den Galgenliedern von Christian Morgenstern. Bis morgen, wenn ihr wollt. Ciao.